Der ursprüngliche Name von Acaunus ist sehr alt. Er taucht zum ersten Mal im Jahre 200 auf, wahrscheinlich um die 40. Zollstation von Gallien zu kennzeichnen. Es wird uns von dieser römischen Inschrift erzählt, sie ist bis heute erhalten. Die Frage des Namens ist jedoch umstritten und jemand behauptet, dass er aus dem gallischen Acauno abstamme, was Stein bedeutet, was wahrscheinlich vom großen Felsen, der das Dorf überragt, inspiriert wurde. Auf jeden Fall nimmt im 11. Jahrhundert Acaunus den Namen St. Maurice an, in Ehren des heiligen Märtyrers. Diese Orte wurden auch wegen der Quelle reinen Gewässers am Fuße des Berges seit der Bronzezeit bewohnt. Nicht aus Zufall wurde nämlich auch ein den Nymphen gewidmeter Altar gefunden, in Verbindung mit dem Quellenwasser. Jedenfalls war Acaunus eine wichtige römische Stadt, in der viele Adelige wohnten, die ihre Aufgaben für Rom erfüllten, zur Kontrolle des Rhonetals.